Drin ist die Kollegin Tabea Rösner, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Minister Dobrindt, Sie haben das schon erkannt, ich habe mich mal versucht, in Sie hineinzuversetzen. Da wird man Bundesminister und geht mit einer steilen Ansage nach draußen, 50 Mbit pro Sekunde bis 2018 flächendeckend. Und anders als bei allen anderen Ansagen Ihrer Vorgänger nimmt man sie sogar plötzlich ernst. Und man erwartet, dass Sie es umsetzen. Und Geld hatten Sie anfangs ja auch keines dafür. Und die Wirtschaftsunternehmen in Ihrer Netzallianz sind nun auch nicht mehr so richtig begeistert von Ihren schneidigen Ankündigungen. Da wird man vom Held im strahlenden Anzug auch ganz schnell zum Ritter von trauriger Gestalt. Denn seien wir mal ehrlich, und das ist wahrlich kein Klamauk, Herr Funk, Sie verbocken gerade den Breitbandausbau in Deutschland. Ihre 2 Milliarden für die Förderung kommen nur peu à peu. Und ein Teil des Geldes ist nicht mal gegenfinanziert. Ihr Förderprogramm, an dem Ihr Ministerium so lange gearbeitet hat, dass es bis 2018 wirklich eng wird, ist viel zu kurz gegriffen, ohne vorherige Bedarfsanalyse. Und, das ist das Schlimmste, es kann den Breitbandausbau sogar zurückwerfen. Das sagt jedenfalls der Bundesrechnungshof. In einem absolut vernichtenden Bericht heißt es, dass Sie, Zitat, Haushaltsmittel in Milliardenhöhe für den Breitbandausbau anmelden, ohne vorher den tatsächlichen Mittelbedarf zu erheben. Zitat Ende. Und bei Ihrem 2 Milliarden Förderprogramm hätte sich Ihr Ministerium vorher keinen Überblick über die notwendigen Ausbaumaßnahmen verschafft. Sprich, Sie haben Ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und noch eine Kritik des Bundesrechnungshofs. Sie hätten nicht geprüft, ob innovative oder etablierte Übertragungstechnologien gefördert werden sollen, also Glasfaser oder Kupfer. Und jetzt kommen meine 2 Lieblingssätze aus dem Bericht. Zitat: Abgesehen werden sollte von technischen Varianten, deren Übertragungsquoten in absehbarer Zeit nicht mehr ausreichen. Wegen neuerlichen Investitionsbedarfs könnten diese Varianten den Bundeshaushalt in Kürze zum zweiten Mal belasten und insgesamt zu höheren Ausgaben führen. Da hat der Bundesrechnungshof mal eben Ihre Breitbandförderkriterien genommen und sie Ihnen links und rechts um die Ohren gehauen, Herr Minister. Denn genau das ist ja das Problem. Mit der Ausgestaltung der Förderkriterien werden zukunftsfähige und nachhaltige Lösungen wie Glasfaser de facto benachteiligt. Stattdessen versenkt der Minister 2 Milliarden in Kupfer und Vectoring, rückwärtsgewandte Förderpolitik für rückwärtsgewandte Technologien. Die Bedarfe werden steigen und die 50 Mbit werden nur eine Wegmarke sein. Wir sagen, investieren in die Zukunft und Geld in den Glasfaserausbau. Ja, Glasfaserausbau. Wir sind ja immerhin lernfähig. Und wenn Sie schon alte Parteiaussagen zitieren, lieber Herr Dobrindt, wie sieht es denn mit dem Wahlplakat der CSU aus dem Jahr 1949 aus, auf dem stand: Vertriebene, eure Not ist unsere Sorge, gemeinsam schaffen wir das. Davon sehe ich dieser Tage nicht viel bei der CSU. Das nur nebenbei. Also, Glasfaser, verkaufen Sie die Telekom-Aktien und gründen Sie mit den 10 Milliarden eine Bundesbreitbandgesellschaft. Gemeinsam mit den Kommunen können wir so die passive Infrastruktur ausbauen, finanzieren und verpachten. Und dann kommt von dem Geld sogar wieder was zurück. Ich weiß, Sie und Ihre Kollegen werfen uns Grünen ja immer vor, wir seien kleinkariert. Aber wir im Gegensatz zu Ihnen wollen das große Karo. Vielen Dank. Andreas Rimkus.